Und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch den piezoelektrischen Effekt erklären, der so schön ist, weil er so einfach zu verstehen ist. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich von einem elektrischen Feuerzeug. Da wird ein piezoelektrisches Element genutzt, um einen Funken zu erzeugen, der dann das Gas entzündet und so funktioniert dann das Feuerzeug. Ja, aber wie kommt es denn überhaupt zu diesem Funken? Für diesen Funken brauchen wir eine Spannung. Es muss also Strom bzw. Spannung erzeugt werden, um diesen Funken entstehen zu lassen. Und man benutzt Kristalle, genauer gesagt Quarz- oder Turmalinkristalle sind die häufigsten, die man da verwendet. Und die haben diesen Aufbau, wie wir jetzt hier schön abgebildet sehen, also eine Kristallanordnung. Und wenn wir uns die Ladungsschwerpunkte anschauen, dann sehen wir, ich zeichne die jetzt erstmal für die positive Ladung ein, dass die in der Mitte liegen. Die von der negativen Ladung liegen auch in der Mitte. Angenommen, man hätte das jetzt alles schön symmetrisch gezeichnet, dann könnte man das perfekt auch sehen. Also der Ladungsschwerpunkt ist direkt hier in der Mitte und da ist es dann neutral, weil die Wirkung der positiven und negativen Ladung sich aufheben. Ja, was passiert jetzt aber, wenn wir mit Hilfe einer Kraft von oben oder unten oder gleichzeitig das Ganze zusammendrücken? Dann sieht das folgendermaßen aus. Die Ladungen wandern weiter rein und man erkennt es auch sogar hier in dieser Zeichnung, dass die Ladungsschwerpunkte sich verschieben. Die Ladungsschwerpunkte der negativen Ladung sind weiter hier oben. Die Ladungsschwerpunkte der positiven Ladung sind weiter hier unten. Ja, und jetzt ist es so, dass wir genau hier zwischendrin, da erhalten wir eine Spannung. Und diese Spannung können wir benutzen, um einen Funken zu erzeugen oder sogar um Strom zu benutzen, um etwas wirklich elektrisch anzutreiben, je nachdem, wie viele von diesen piezoelektrischen Elementen man da benutzt. Es ist erstmal eine relativ kleine Spannung, die entsteht, aber natürlich, je größer der Kristall und größer der Druck, umso größer kann man diese Spannung aufbauen. Und das reicht sogar wirklich, um diese tollen Taschenlaserpointer zu betreiben. Ja, ich hoffe, das war soweit verständlich. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann in die Kommentare und wir sehen uns bzw. hören uns dann im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.